Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei der Surface 6G euren Webfilter einrichten könnt, beziehungsweise bestimmte Webseiten sperren und wieder freigeben könnt, beziehungsweise whitelisten und blacklisten könnt. Zunächst melden wir uns ganz normal einmal bei unserer Surface an. So, dann gehen wir einmal auf Web. Und hier seht ihr schon die Policies. Das heißt, hier ist standardmäßig eine Gruppe, die nennt sich Blocked URLs for Default Policy. Die wird gesperrt. Und da könnt ihr jetzt zum Beispiel Blacklists eintragen. Genauso wie Whitelisten. Whitelisten läuft dann genauso. Das heißt, wir gehen erstmal hier oben auf URL Groups. Und ihr seht hier Blocked URLs for Default Policy. Da gehen wir mal bearbeiten. Standardmäßig ist nichts drin. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Webseite blocken möchtet, ich nehme jetzt einfach mal testweise google.de. Sollte man natürlich nicht machen, aber in dem Fall einfach mal Google. Aktuell geht es. Und wenn ihr jetzt hier google.de eintragt, geht auf Plus, geht auf Save, seht ihr einmal, dass die Domain hinterlegt ist, die google.de. Und wenn wir jetzt auf Plus gehen und wieder google.de eingeben, kommt nämlich in dem Fall ein Zertifikatsfehler. Und ihr seht, wurde von der Surface blockiert. Und genau. Das ist erstmal die einfache Blacklist. So. Dann machen wir natürlich Google erstmal wieder raus. Hier zum Beispiel irgendwelche Webseiten eintragen, die nicht in diesen Filtergruppen landen. Wir haben ja hier diese, wenn er jetzt gespeichert hat, wir haben ja hier unter Policies diese verschiedenen Filtergruppen, wie zum Beispiel Criminal Activities, Drugs und sowas. Und wenn ihr da natürlich auf hinzufügen geht, habt ihr auch noch mehrere Themen. Problem ist halt, manche Sachen tauchen halt in diesen Gruppierungen nicht auf. Also wenn die halt nicht auftauchen. Genauso wenn ihr halt hier was hinzufügt, wo halt was drin auftaucht, was geblockt wird. Somit dann die Whitelist. Whitelist zeige ich euch jetzt auch. Das heißt, wir würden jetzt einmal kurz in eine Group gehen, würden eine neue Gruppe anlegen, die nennen wir einfach Whitelisting oder Whitelist. Save. Und da können wir dann später die Domains eintragen, die gewitelistet werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier mehrere Sachen aktivieren, würden jetzt zum Beispiel noch hinzufügen Bandwidth Heavy Browsing oder hier Finance and Investing, dann würde er staatmäßig zum Beispiel alle Banking-Seiten blockieren. Und dann könntet ihr gegebenenfalls über das Whitelisting, das könnt ihr in dem Fall hier machen, wir gehen einfach auf Plus und sagen dann hier, hier, URL Group, so rum. Jetzt habe ich es gefunden, das heißt, wir können jetzt hier sagen, weg, add item und gehen hier auf URL Group und hier haben wir die Whitelist und jetzt können wir die Whitelist reinpacken und würden bei Whitelist sagen, dass er es allowen soll. Dann können wir es natürlich noch verschieben. Also vom Grundprinzip wäre es dann so, dass es hier unten drunter ist. Der arbeitet ja wie bei Firewall-Regeln von oben nach unten ab. Das heißt, wir hätten jetzt zum Beispiel hier jetzt bei Trucks, Control, Subs, was auch immer, würde jetzt irgendeine Webseite blockiert werden, keine Ahnung, aus Versehen, irgendeine Bier-Webseite oder sowas. Dann könnt ihr über die Whitelist sagen, dass er die erlauben soll. Als Beispiel. Primär schaffe ich halt primär mit den Policies an sich. Das heißt, hier könnt ihr ganz normal erstmal die Gruppen reinpacken und da muss man halt gucken, ob er zu viel blockt oder zu wenig blockt. Hauptproblematik ist halt, wenn er zu viel blockt, muss man halt bestimmte Ausnahmen definieren, weil es ist schon sinnvoll, dass man halt bestimmte Sachen kontrolliert. Was haben wir noch? Genau, Lifestyle, for Schools, for Office, Online-Shopping. Als Beispiel jetzt Online-Shopping würde dazu fungieren, dass Amazon natürlich tot ist oder allerlei andere Online-Shops. Dann gehen wir mal wieder weg. Und zum Bestätigen bzw. Speichern muss man dann jeweils was hinzufügen. Das heißt, wenn man jetzt hier zum Beispiel Add sagt, sieht man hier unten schon Apply Changes. Das heißt, er hat das standardmäßig nicht. Jetzt würden wir einmal zum Beispiel weggehen, dann würde er auch die Anpassung wieder wegmachen. Hier habt ihr mehrere bestimmte Vorlagen von Software selbst.
die ihr gegebenenfalls dann aktivieren oder deaktivieren könnt. Wenn ihr nun mal zum Beispiel guckt, für Workplace sind diese Sachen gesperrt. Dann hier gibt es auch bestimmte, also von Grumpysilp haben die Sachen vorbereitet. Ich nutze in dem Fall immer eigentlich oben die Default Policy und die habe ich halt auch zugewiesen für meinen für meine Kommunikation von intern nach extern, also von LAN to WAN. Und da könnt ihr dann bestimmte Aktionen machen, zum Beispiel wie hier haben wir ja WAN HTTP Block Allow. Problem ist halt, wenn es geblockt wird, gilt das für alle Endgeräte. Wenn aber zum Beispiel das iPhone im Hintergrund, also ich hatte letztens auch, wenn ihr nämlich auf, wenn ihr nämlich unten den Part Risky Downloads macht, könnt ihr zum Beispiel den DMAX Webplayer nicht nutzen. Total sinnfrei, aber ist so. Erst nachdem ich die ganzen Punkte wieder entfernt habe, ging es wieder, weil vom Grundprinzip der Webplayer halt so von einem anderen Anbieter ist. Und der irgendwie als risky erkannt wurde von Sophos. Deswegen musste man das erstmal wieder deaktivieren. Das wäre aber in dem Fall das Hauptding gewesen. Ihr habt dann halt noch Quotas, die ihr einstellen könnt für bestimmte User, User Activities, dann Kategorien, wo man dann hier die einzelnen Kategorien hat. Können wir auch einfach mal kurz reingehen in eins. Zum Beispiel jetzt Applets. Wir gehen einfach mal da rein. Und vom Grundprinzip sind das fertige Vorlagen seitens Sophos. Ihr könnt neue hinzufügen und die, die ihr hier habt, seht ihr ja, die sind ausgegraut, das sind die standardmäßigen und hier könnt ihr halt bestimmte Sachen hinzufügen mit Keywords und ähnlichen und das heißt, darüber kann er das dann auch sozusagen herausfinden. Da könnt ihr ganze Domains reinpacken und vieles mehr. Zum Blocken, zum Erlauben, je nachdem. Aber da müsst ihr einfach mal ein bisschen durchtesten, was für euch sinnvoll ist. Ich nutze das halt primär mit der Whitelist und der Blacklist. URL Groups haben wir eben schon angegangen. Da können wir halt diese verschiedenen Gruppen anlegen. Das sind die Blocked URLs for Default Policy. Die nutze ich primär. Einfach, um dann bestimmte Seiten halt wirklich zu blocken, die halt nicht geblockt wurden. Dann haben wir noch Ausnahmen. Das sind die Standardausnahmen wie bei der Sophos UTM, wo dann bestimmte Verzeichnisse drin sind wie Windows Update, Apple Update und viele verschiedene andere Sachen. Dass halt bestimmte Sachen nicht blockiert werden, wie zum Beispiel Team für Remote Access, weil sonst könnte es passieren, dass er irgendwie die Ports blockt oder die Kommunikation mittendrin abschmiert, immer mal wieder irgendwelche Fehler auftreten. Ja. Dann gehen wir nochmal auf General Settings. Hier haben wir bestimmte Einstellmöglichkeiten. Ich nutze jetzt zum Beispiel bei meinem Mac auch die HTTPS Decryption. Dafür wird aber benötigt, dass ihr das Zertifikat installiert, weil er die, dadurch, dass er den Datentraffic ja aufbricht, die Zertifikate austauscht und es euch ja anzeigen lassen muss und solange das Zertifikat bei euch nicht auf dem Rechner installiert ist, kommt dann eine Fehlermeldung. Deswegen könnt ihr das zum Beispiel nicht aktivieren, wenn ihr mobile Endgeräte habt oder Fernseher oder sowas, weil dann geht am Ende gar nichts mehr. Weil ich sag's mal, beim Handy kriegt ihr gegebenenfalls noch ein Zertifikat installiert, aber wenn es um Smart TV oder HomePod oder was auch immer, da geht's dann halt nicht. Deswegen ist es schon empfehlenswert, das nur bei normalen Endgeräten wie PC und Notebook/MacBook oder iMac zu machen. Da könnt ihr nämlich ganz einfach das Zertifikat importieren. Dann gibt es hier bestimmte Scan-Engines, ob Single oder Dual. Problem ist halt in meinem Fall, ich habe ja nur einen Intel NUC. Da ist die CPU-Leistung dann doch nicht so brauchbar. Ich habe zwar 8 Gigramm und eine 120er SSD, aber die CPU ist halt am Ende trotzdem nur so eine Intel Celeron CPU und die macht natürlich nicht viel mit, jedenfalls nicht ohne dann komplett in die Knie zu gehen. Aber hier könnt ihr verschiedene Sachen einstellen. Wenn ihr eine normale Software habt, die nicht auf einer selbstgebastelten Hardware ist, dann könnt ihr auch gerne ganz normal Dual Engine machen. Genauso wie bei Proxy, Real-Time Scan, Faster User Experience, Maximum Protection. Ich lasse es auf Maximum Protection. Ich habe auch mal einen Speedtest gemacht. Also mit meinem Intel NUC, wenn ich diese ganzen Security-Features anhabe, habe ich immer noch meine 250.000er Leitung. Also das läuft.
Dann kann man bestimmte Applications blocken, dann halt PUAs. Was das genau ist, da habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Das könnt ihr euch gegebenenfalls einfach mal anschauen. Dann gibt es bestimmte Advanced Settings, zum Beispiel sagen, dass alles, was größer als 30 MB ist, wird gesperrt bezüglich FTP. Dann kann man Audio- und Videofiles noch scannen. Kann man einfach einmal ausprobieren. Und hier unten haben wir dann schon, wenn jemand abgelaufene Zertifikate hat, wird sofort geblockt. Also außerhalb. Da wir das bei meinem System umwandeln, bekommt er das am Ende nur mit, wenn der Gegenüber ein abgelaufenes Zertifikat hat. Bei HTTP interessiert das keinen, weil das ist ja eh unverschlüsselt. Aber bei HTTPS, wenn dort halt abgelaufene Zertifikate sind, kann ja sein, dass bei irgendeinem Mail-Server abgelaufen ist, dann wird die Verbindung sofort geblockt und gar nicht mehr ermöglicht, die Webseite zu öffnen. Da, genau, und hier wird dann halt immer noch Short Certificate Warnings. Genau. Zertifikatswarnungen kommen, wie eben schon besprochen, wenn ihr dieses Zertifikat nicht installiert habt auf dem PC oder Mac oder was auch immer, dann funktioniert natürlich auch diese Aufbrechen des Traffics oder das Auslesen des Traffics oder Überprüfen von dem Traffic, falls irgendwas schadhaft ist, funktioniert natürlich nur, wenn ihr das Zertifikat installiert habt. Deswegen habe ich es auch bei mir nur für dieses eine System aktiv und für alle anderen ist der normale Webfilter aktiv. Ja, gucken wir nochmal unten. Dann haben wir hier noch bestimmte Policies, die wir nur an User basieren können oder bestimmte Webseiten basieren können. Habe ich noch nicht genutzt, muss ich mir irgendwann mal anschauen. Ist aber für mich erstmal irrelevant. Und hier haben wir auch ganz normal bestimmte Destination Ports, die halt erlaubt sind. Mit einer bestimmten TLS-Version Minimum 1.1. Man kann natürlich jetzt auch noch 1.2 direkt einstellen. Das heißt, alles, was unter 1.2 ist, funktioniert dann nicht mehr. Ich lasse es einfach auf den Standardeinstellungen. Und hier könnt ihr halt bestimmte Ports allowen, über die beim Web-Proxy bzw. beim Web-Filter ignoriert werden. Ja, genau, dann kann man hier noch bestimmte Updates validieren, aber das brauche ich erstmal nicht. So, wir gehen jetzt noch zu File Types. Hier sind so grob als Vorlage die ganzen Dateiendungen aufgelistet. Von Audiodateien, Backup-Dateien, also allerlei Sachen, die Sophos von selbst sozusagen einfach mal in eine Art Datenbank oder in Vorlagen reingepackt hat. Wir sehen, wie schon gesehen, Datenbankdateien und was auch immer. Und darüber kann man halt auch wieder Ausnahmen deklarieren, dass zum Beispiel bestimmte Zugriffe nicht möglich sind oder Downloads nicht erlaubt sind, wie zum Beispiel, man darf keine MP4, also keine Musikdateien runterladen, keine Videodateien runterladen, vieles mehr. Könnt ihr euch aber dann auch mal anschauen. Ich nutze es primär nur, um Webseiten zu blockieren und nicht um bestimmte Dateianhänge zu blocken. Und bei Quotas ist es auch ganz einfach, das kann man einstellen, für theoretisch auch für die Kinder und sowas, damit man zum Beispiel sagt, die und die Endgeräte, ähnlich wie bei der Fritzbox, dürfen nur so und so viel Datenvolumen verbrauchen oder halt bestimmte Uhrzeiten einstellen, dass wir zum Beispiel sagen, Uhrzeit so und so, wie man ja hier seht, Uhrzeit so und so. Ich glaube, da genau, wir haben glaube ich einmal Datenvolumen und wir haben die Uhrzeit und an sich kann man dann sagen, so und so viele Stunden pro Tag oder so und so viele Stunden pro Monat oder was auch immer, dürfen die dann ins Internet gehen und sonst ist das Internet gesperrt. Grundprinzip wie bei Fritzbox, nur halt ein bisschen größer mit mehr Funktionen. Ja, das war es eigentlich schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare von Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön!